Egal, ob ihr Keimanfänger oder schon Sprossenprofi seid, in diesem Video beantworte ich euch die meistgestellten Fragen rund ums Keimen. Warum ist mein Keimergebnis nicht gut? Das kann verschiedene Gründe haben. Meistens genügt es schon, wenn ihr die Rahmenbedingungen etwas anpasst. Hier eine kleine Checkliste. Eventuell war die Wassertemperatur beim Einweichen und beim Spülen zu kalt oder zu warm. Oder die Sprossen waren zu trocken oder zu nass. Im Allgemeinen benötigen die Sprossen bei warmen Temperaturen deutlich mehr Wasser, um frisch gehalten zu werden. Ausreichend Luftaustausch ist besonders wichtig, damit die Sprossen atmen können. Vor allem ab der Ausbildung des Grüns ist auf eine gute Luftzirkulation zu achten. Dafür kann der Deckel des verwendeten Gerätes teilweise aufgesetzt werden oder sogar ganz abgesetzt werden. Ist die Temperatur beim Keimen zu hoch, bilden sich Bakterien und Pilze und die Sprossen trocknen aus. Ist die Temperatur zu niedrig, verlangsamen sie ihr Wachstum. Daher, die ideale Temperatur liegt zwischen 18 und 22 Grad. Sprossen wachsen zum Licht, darum brauchen sie einen hellen Platz zum Keimen. Vermeidet dabei direkte Sonneneinstrahlung. Achtet auf genügend Platz im Gerät, denn die Sprossen vergrößern ihr Volumen um ein Vielfaches gegenüber den Samen. Wundert euch nicht, wenn leere Samenhüllen im Glas zurückbleiben. Diese werden in ihrer Wachstumsphase abgestriffen und können leicht mit nicht gekeimten Samen verwechselt werden. Achtet bitte darauf, dass ihr eure Keimgeräte vor und nach jedem Einsatz gründlich reinigt. Alle Geräte sind spülmaschinenfest, 65 Grad, oder ihr nehmt eine weiche Bürste und etwas Obstessig. Was sind Faserwurzeln? Faserwurzeln sind, wie der Name schon sagt, kleine Wurzeln. Diese entstehen meistens nach 2 bis 3 Tagen und im späteren Verlauf werden sie zu richtigen Wurzeln. Ihr watteartig, flaumig, pelziges Aussehen kann mit Schimmel verwechselt werden. Das sind sie aber definitiv nicht. Faserwurzeln können praktisch bei allen Keimsaaten auftreten. Sie haben keine schwarzen Punkte und sind nicht schleimig. Sie riechen nicht modrig, sondern frisch, bis scharf kräftig. Wie kann ich Schimmel vorbeugen? Checkt die Rahmenbedingungen, haltet eure Geräte hygienisch sauber. Solltet ihr trotzdem Schimmel an den Sprossen haben, gehören diese leider in die Tonne. Nicht gleich aufgeben, beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Kann ich Keimsaaten auch mischen? Klar könnt ihr eure eigenen Mischungen machen. Jedoch müsst ihr da auf die richtige Zusammensetzung achten. Oder ihr nehmt einfach eine von den Bio-Snacky-Mischungen, welche schon perfekt aufeinander abgestimmt sind. Wie zum Beispiel der Vital- und Power-Sprossen-Mix. Kann ich Keimsaaten auch im Garten aussäen? Nein, das funktioniert nicht. Die Bio-Snacky-Keimsaaten sind speziell fürs Keimen in Keimgeräten ausgelegt und sind nicht für den Garten geeignet. Noch mehr Tipps zum Keimen und tolle Rezepte findet ihr auf biosnacky.de und rapunzel.de. Und jetzt viel Spaß beim Keimen!